Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Build a World und wir haben ein kleines Extra, denn ich habe jetzt den Server endlich geupdatet. Das heißt, wir sind jetzt in der neuesten Version und es gibt noch gleich etwas dazu. Die letzte Episode hat leider etwas geleckt. Ich muss es mal gucken. 22 FPS, na okay. Ich hatte beim letzten Mal nämlich auch nur so um die 20 FPS gehabt. Ich hoffe, das geht jetzt einfach. Beim letzten Mal habe ich hier versucht, dieses wunderschöne Häuschen zu bauen, was einfach an Kreativität kaum zu überbieten ist. Das ist das beste Haus, was ich je gebaut habe. Ah, deswegen habe ich das so gebaut. Okay, da müssen wir uns was überlegen. Na, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir bauen diese Mauer jetzt hier vorne hin. Und ja, wir sind jetzt hier im 1.81. Das heißt, wir haben jetzt hier auch die ganzen wunderschönen neuen Sachen. Oh nein, da fällt mir ja was ein. Also rote Sandsteintreppen und so, hier gibt es jetzt Prismarin und das könnte wahrscheinlich auch gut als neue Deko-Elementlampe aussehen, sozusagen. Schaue ich doch einfach mal, ob das gut als Deko-Elementlampe aussieht. Ja, gib mir. Ja. Ach, da kann ich nichts dran machen. Was sieht denn besser aus? Rechts oder links? Ich finde links eigentlich schon persönlich besser, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und vielleicht schreibt einer mal von euch in die Kommentare, was ihr denn davon haltet. Ich muss mir jetzt erstmal alles neu angucken. Aha, das habe ich mir so gemacht. Ja, und das ist jetzt natürlich der einzige Nachteil. Oh. Ich mache die Blöcke mal doch etwas leiser. Immer noch zu laut. Ja, so sollte es gehen, denke ich mal. Und ich mache, sorry, Entschuldigung. Ja. Das wollte ich sagen und nicht lügen. Benutze immer noch das Chroma Hills Texture Pack, aber in der 1.7 waren Schwämme dort Kisten. Deswegen habe ich die hier alle so verteilt. Aber jetzt sind es wieder Schwämme, die ja Wasser aufsaugen können, und deswegen muss das leider alles weichen und dafür kommt dann ein etwas anderes vom Lager her hin. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Server noch etwas überarbeiten, in die 1.8 erstmal einbringen und ja, vielleicht machen wir hier einfach, oh geil, wir haben jetzt ja auch Grundgestein und schwarze Eichenholzbretter und oh, so schön ja viele Sachen und oh, Glas gab es schon beim letzten Mal, aber Mützel und was es da nicht noch alles gibt, Akazienholz, Schwarzeichenholzbretter und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt hier eine Menge neues Baumaterial und auch die Köpfe sehen sehr, sehr gut aus, immer noch so groß. Ich weiß nicht, warum die das so groß gemacht haben. Und Türen, oh, ich muss gleich erstmal rumlaufen und Türen machen. Oh, ich habe mich ewig schon gefragt, wie lange es wohl dauern wird, ehe ich diesen Server mal updaten kann. Und jetzt ist es soweit und es kann auch sein, dass ich jetzt bald zusammen mit den, mit einem von unseren Server aufnehme auf jeden Fall. Es wird noch nicht verraten, wer es ist. Das wird demnächst dann aber erst kommen, weil da noch ein bisschen was in Planung ist. Aber lasst euch dann einfach überraschen und dann geht es hier auch mal zu zweit auf den Server los und weiter. Und jetzt habe ich das hier einfach mal so random hingemacht. So hier die Holzblätter, Bretter, die hier gestützt und gehalten werden. Und wir gehen jetzt mal noch in das Lagerhaus, denn dort habe ich, ja, ich habe dort auch Schwamm verteilt. Also unsere heutige Folge besteht aus, ich habe etwas am Haus gebaut und wir beseitigen den Schwamm und machen alles in die 1.8. So, ich habe mir natürlich, clever wie ich bin, als richtiger Profi-Let's Player stellt man sich keinen Timer. Oh. Das heißt, ich habe kein Zeitgefühl, aber das soll uns ja nicht jucken. Ich baue einfach ab und wenn die Folge wieder 18 Minuten lang ist, dann ist das okay. Falls ihr euch wundert, warum das Haus wie gesagt ist, ich hatte ein Renderproblem mit der letzten Folge. Und ich krieg diesen einfach nicht weg. Ich habe es mit jedem Programm gerendert. Die Folge würde sozusagen vom Ton her
optimal sein, aber leider wäre das Bild beschleunigt, es wäre viel zu schnell und das will ich euch einfach nicht antun und deswegen lasse ich das. So, und jetzt geht es eigentlich ums Eingemachte, denn wir haben hier Akazienholztüren, Schwarzeichenholz, Tropeneichenholz, Birke und Fichtenholztüren. Die sehen auch sehr gut aus, würde ich mal sagen. Und ich gucke jetzt mal. Also hier muss auf jeden Fall eine sehr herrschaftliche Tür hin. Sowas vielleicht? Oder doch lieber diese Tür. Ja, das ist für ein Rathaus, denke ich mal, sehr angemessen. Für das Reichenviertel würde ich sagen, benutzen wir diese Türen hier. Und dann für das Armenviertel solche Türen. Damit wir. Obwohl, das sieht eher aus wie ein Lagerhaus. Nee, das ist definitiv Armenviertel. Ja, da muss ich eigentlich schon fast sagen, dass wir doch bei den Standorttüren hier im Reichenviertel bleiben. Und die Kirche bekommt aber noch einen anderen Anstrich. Würde ich sagen, die Kirche, da braucht man jetzt ja nicht solche pompösen Türen. Immer schön zu klopfen, das ist nicht zu vergessen. Zack. Das war einmal zu weit nach rechts gemacht. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich habe eigentlich schon mehr Speicherplatz Minecraft zugewiesen und alles, was man halt so machen kann, um Minecraft flüssiger laufen zu lassen. Aber anscheinend mag mich Minecraft nicht so, oder beziehungsweise mein PC ist eh viel zu schlecht. Und deswegen bin ich jetzt am Plan und versuche es dieser umzusetzen, mir einen neuen PC selbst zusammenzubauen. Aber das wird dann noch etwas dauern, aber es ist auf jeden Fall in Planung. So, und falls ihr euch wundert, warum diese Treppe abgerissen wird, ich habe mich mit einem meiner Abonnenten unterhalten oder ein Abonnent von mir hat gesagt, ey, du bist scheiße, die Brücke war viel zu hoch. Und da musste ich ihm leider recht geben. Die Brücke war doch etwas sehr hoch gelang. Also entweder ich mache jetzt hier eine flache Brücke drüber. Oder ich mache es so. Jetzt muss ich erstmal gucken, was besser aussieht. So, nein, das war ein zu früh nach unten. Und zack, 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 zack. Hier dran und zack, 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 zack. Hier dran und jetzt noch irgendwo her Zaun. Den habe ich hier gerade zufälligerweise nicht. Aber den können wir uns einfach hier herholen. Dann holen wir uns noch etwas Zaun. Okay. Dann machen wir das so. So, so. Und jetzt kommt der Maestro, der Baumeister. Oh. So. Und ja, das sieht auf jeden Fall schon viel besser aus. Vielen Dank nochmal für diesen Hinweis an meine Abonnenten, die mir da sehr geholfen haben. Und so vielleicht noch. Das sieht sogar vielleicht noch schöner aus. Ja, und da sieht die Brücke doch gleich anders aus. Und wir haben hier eine wunderschöne Brücke. Und bauen hier dieses Häuslein weiter, was ich jetzt beim letzten Mal, wie gesagt, schon angefangen habe. In der Aufnahme, die abgebrochen wurde oder die leider nicht funktioniert. Falls ihr sie halt sehen wollt, dann. Wow. Reiche ich sie halt noch nach, aber naja, gut, jetzt ist ja auch blöd, weil jetzt bin ich ja schon in der sogenannten nächsten Folge. Und ja. Ihr habt doch nicht viel thematisch verpasst. Ich habe halt nur gesagt, yay, neues Jahr für mich jetzt, bla bla bla. Es war die erste Aufnahme im neuen Jahr. Und 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Diese Tür, achso, die brauche ich jetzt ja noch nicht. Diese Tür wird nicht einfach sein. So, das Einzige, was ich jetzt halt noch regeln muss, ist das hier. Das ist nämlich unser unterirdischer Gängelchen zu unserem Portal und allem. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So.
Und was benutzen wir? Was habe ich die ganze Zeit in den Häusern genutzt? Ich möchte jetzt eigentlich nicht von abweichen. Hier habe ich helles und oben habe ich dunkles Holz benutzt. Dann bleiben wir einfach mal hier bei dieser Devise, unten helles Holz, oben dunkel zu benutzen. So, aber ich würde sagen, wir fangen erst hier an, den Balkon einzuziehen, sozusagen. So dass diese Person, die hier wohnt, einen Balkon hat. Ja, wer wünscht sich das nicht, einen Balkon zum Chillen, zum Grillen und zum lustigen Sachen machen? Den kann ich ja rein theoretisch sogar noch. Nee, kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht, meine Damen und Herren. Oh, ja, ich baue ein Haus aus Türen. Das ist auch sehr modern und sehr neu. Das hat nicht jeder. So, ich hatte doch gerade noch Zaun. Den habe ich natürlich jetzt weggelegt. Ich lege erstmal die Türen weg. Die brauche ich nicht. Und dann umrande ich das hier. Erstmal. So, ganz provisorisch. Zack. Und hier können wir dann wieder eine Wand machen. Eine sogenannte Wand bauen. So, zack, zack, zack. Ja, und jetzt sind wir hier unter 1.8. Und mal gucken, was uns da noch alles erwarten wird. Mache ich das so? Ja, ich mache das so, so. Und Marmor. Marmor, ich brauche dich. Marmor, hast du mich nicht? Marmor, ich brauche dich, hast du mich? Ja, ich brauche nur dich. Marmor, hast du mich nicht? Marmor, oh mein Gott, ah Lord, es ist vorbei, wenn ich sage, singe, ich meine davon. Pavot, oh, ich sag einfach nur. Okay, keine Panik, ich finde meine Motivation wieder. So, und wie habe ich das dann hier gelöst? Na, da habe ich das einfach so gelöst, aber ich möchte hier hinten kein so großes Fenster haben. Deswegen klaue ich mir jetzt etwas gemeißelten Quarzblock. Einen gemeißelten Quarzblock. Meine Damen und Herren, wird er es schaffen heute. Oh. Wetter. Clear. Danke. Keine Ahnung, ich wurde vorhin auch, als ich auf den Server gegangen bin, um zu testen, ob die Aufnahme funktioniert, bla bla bla, wurde ich erstmal mit einem mit einem Dollarkrollen betitelt, nein, mit einem Donnerkrollen begrüßt. Na, das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Kann ich denn nichts richtig bauen? Ich frage mich, kann ich es nicht? Warum kann ich es nicht? Das sieht auch scheiße aus. Vielleicht etwas Quarz im Haus. Vielleicht geht das besser dann. Es geht besser, wenn ich aufhöre zu singen. Ach ja, ich wollte ja eigentlich eine Playlist machen. Naja, auf jeden Fall hat es beim letzten Mal sehr, sehr geleckt. Es ist auf jeden Fall schon. Was habe ich denn heute? Es ist auf jeden Fall und auf jeden Fall und auf jeden Fall habe ich das beste Commentary und auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Es hat sehr, sehr geleckt. Deswegen konnte ich dann auch nicht ordentlich spielen und hatte dann keine Motivation gehabt. Es gab dann zwischenzeitlich Assassin's Creed. Und heute, vielleicht nehme ich das jetzt noch gleich auf, mal gucken, was meine Motivation sagt. Ist ja jetzt auch nicht gerade sehr früh. Ich bin jetzt gerade erst aus der Universität gekommen. Also aus meiner Hochschule. Und da habe ich halt auch kein Böckchen mehr, jetzt wirklich was zu machen. Kein Böckchen. Und das muss weg, weil. Hier kommt natürlich auch Quarz hin. Warum ich da jetzt Stein hingemacht habe, wahrscheinlich, weil ich es gewohnt bin, mit Stein zu bauen. Aber wir wollen natürlich auch etwas luxuriöser bauen. Und da ist Stein
nicht so angebracht. Und jetzt ziehen wir das noch hier rüber. Ja, wie gesagt, ich will jetzt dieses Jahr mir vornehmen, einen neuen PC zu holen, weil meine Grafikkarte, vielleicht hört man sie ja im Hintergrund, sie schleift schon sehr an meinem, keine Ahnung, der Lüfter schleift, warum auch immer. Ich weiß es nicht, weißt du es, und das nervt mich doch schon etwas, muss ich sagen, und deswegen wird es dieses Jahr dann einen neuen PC geben, den ich mir dann zusammenbaue. Da werde ich mir aber noch auf jeden Fall aussuchen, ein paar Teile. Und das werde ich dann wahrscheinlich mit den guten Herren Katana Master machen. Mir die Teile zurechtlegen und alles. Die richtigen Einzelteile, der wird mir dann bestimmt hilfreich zur Seite stehen, sodass ich auch danach einen PC habe, der Minecraft in mehr als 15 FPS schafft. Wahnsinn, ich habe 15 FPS beim, also beim letzten Mal hatte ich 2. Ja, es laggt aber trotzdem noch ein bisschen, aber das liegt leider an der 1.8. Je höher die Versionen sind, desto geringer ist mein PC. Damit beschäftige ich mich vor allem, weil hier schon zu viel ist. Mein PC ist leider nicht der beste. Ich habe wirklich nicht 4 Gigabyte RAM und ja, deswegen ist das leider so, wie es ist. Es ist, wie es ist, wenn das Leben dich zerreißt. Es ist, wie es ist, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich lass dich nicht gehen. Warum sing ich Lieder? Weil das alles ist, was scheiße ist. Ich sollte aufhören, Lieder zu singen. Von Sachen, die ich nicht mag. So, was wollte ich sagen und nicht lügen? Rüge, 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 das ist eine Lüge. Und jetzt bauen wir hier noch schnell etwas vom Dach fertig und dann würde ich sagen, ist die Folge eigentlich schon wieder fast zu Ende. Und in der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich noch an die restlichen Sachen des Bauens, die man halt so braucht, um zu bauen. So, die Innenausstattung vor allem und so weiter und so fort. Das heißt, beim nächsten Mal kümmern wir uns hier um die Inneneinrichtung und durch die 1.8 steht uns da jetzt die Welt offen. Ich hoffe, diese Folge wird ordentlich gerendert. Das hoffe ich wirklich, ansonsten bin ich traurig, muss ich mal gucken, vielleicht ein anderes Renderproblem zu holen. Ja, ein anderes Renderproblem. Programm. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Würde mich über eine Bewertung freuen. Schreibt nochmal in die Kommentare, wie gesagt, was ihr besser findet an den Laternen, ob die rechten, also ob Glowstone oder was war das für ein Stein? Seelaterne oder Glowstone, was findet ihr besser? Schreibt es bitte in die Kommentare. Unser Häuschen sieht im Moment so aus, nicht schön, aber das wird noch beim nächsten Mal besser gemacht, würde ich sagen. Und bis dahin bleibt nur zu sagen, macht's gut, haut rein und tschüss, euer Kragisch, ciao.